Hast du Kopfhautprobleme? Haarausfall, fettige Haare, Schuppen, trockene Kopfhaut? Dann bist du hier genau richtig, denn ich habe hier die Lösung für dich. Für Schuppen und fettige Kopfhaut habe ich die perfekte Lösung, und zwar ein regelmäßiges Peeling mit Salicylsäure. Das öffnet eure Poren, sodass überschüssiger Teig abfließen kann und die Kopfhaut wird so sanft gepeelt, dass ihr überhaupt keine Schuppen mehr habt. Bei einer juckenden Kopfhaut, die irritiert ist und vielleicht sogar ein bisschen gerötet, empfehle ich Produkte mit beruhigenden Inhaltsstoffen wie Grünteeextrakt, Aloe Vera, Panthenol. Denn es kann sein, dass ihr vielleicht Ablagerungen auf eurer Kopfhaut habt und deswegen dieser Juckreiz entsteht. Oftmals werden Styling-Rückstände nicht richtig ausgewaschen, weil mit dem Zehn-Finger-System, mit euren Fingern, ist das nicht immer so einfach. Ich empfehle eine schöne Waschbürste, denn dann schafft ihr es tatsächlich, eure Kopfhaut von jeglichen Rückständen zu befreien. Und wenn ihr dann auch noch ein Produkt verwendet mit den richtigen Inhaltsstoffen, dann beruhigt sich eure Kopfhaut und ihr kommt wieder in Balance. Leidest du unter einer trockenen Kopfhaut, die juckt und du könntest die ganze Zeit nur kratzen, dann verwöhnt eure Kopfhaut regelmäßig mit einer Kopfhautmaske oder probiert mal ein pflegendes Kopfhautöl. Entweder ihr gebt es direkt tröpfchenweise auf eure Kopfhaut oder ihr gebt ein paar Tropfen in eure Handfläche, verteilt das Ganze in den Händen und gebt es auf die gesamten Haare und Kopfhaut. Und wann immer ihr euer Pflegeritual machen wollt, nehmt euch vielleicht einfach einen Turban und dann kann das Ganze einmal schön einwirken. Als zusätzlichen Tipp bei einer gereizten, ausgetrockneten Kopfhaut möchte ich euch ans Herz legen, verwendet keine Produkte mit Treibgasen, denn die sind immer einhergehend mit Alkohol. Setzt auf Produkte ohne Alkohol, denn wir wissen alle, Alkohol trocknet Haare und Kopfhaut zusätzlich aus. Mein Trockenshampoo von Ortie & Me ist ganz alkoholfrei und hat auch noch zusätzlich pflegende Inhaltsstoffe, Öle mit reingepackt und reine Tonerde, die wirklich richtig pflegen und die Kopfhaut beruhigen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich über ein Like, über Kommentare in der Kommentarfunktion und am besten direkt gleich abonnieren. Hier Shopping entertains.